doch kein Hund, Felicitas, die einfach davonrennen kann. Bestimmt ist sie nur irgendwo im Haus. Und wenn sie Hunger hat, dann taucht sie wieder auf. Gib doch zu, ihr habt sie absichtlich rausgelassen aus ihrer Schachtel, weil ihr Resi nicht leiden könnt. Resi! Was ist jetzt? Kommt ihr heute Abend zur Einweihung vom Laden oder nicht? Ja, sicher. Wenn nichts dazwischen kommt, auf alle Fälle. Gut. Klar komme ich. Und ich bringe noch ein paar potenzielle Kundinnen von Querschenkorn mit. Sehr gut. Das wird eine Riesenparty. Die Mutter Oberin kommt vielleicht auch. Aber das Wichtigste ist, dass wir Herrn Stolpe für uns gewinnen. Für den Vertrieb. Wir machen sonst keinen Umsatz. Schwester Lotte, bitte. Hier. Hallo. Grüß Gott. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Wir haben uns nur kurz auf der Hochzeit meines Sohnes kennengelernt. Wöller. Ach ja, Frau Wöller. Könnte ich Sie mal sprechen? Es geht um meinen Ex-Mann. Oje, was hat er denn wieder angestellt? Er behauptet, er habe Beweise, dass ich mit einem anderen Mann liiert bin. Und dass er deshalb seine monatlichen Zahlungen an mich einstellen wird, ab sofort. Ich verstehe leider von Unterhaltszahlungen rein gar nichts, aber darf er denn das überhaupt? Naja, ich habe vor unserer Heirat leider einen Ehevertrag unterschrieben, in dem steht, dass er nur zur Zahlung verpflichtet ist, wenn ich keine andere Beziehung habe. Und haben Sie eine andere Beziehung? Nein. Aber letzten Samstag auf einer Lesung im Literaturhaus, da habe ich einen Mann kennengelernt, einen Dr. Meyer, Lektor oder so in einem Belletristikverlag. Naja, anschließend sind wir noch einen Kaffee trinken gegangen und da, naja, und da, jedenfalls hat er plötzlich meine Hand genommen und ein Gedicht von Rilke rezitiert. Schön. Ja, und das war alles. Wissen Sie was? Sie gehen jetzt zu Schwester Agnes hinein und lassen sich einen schönen Kaffee brauen. Ich muss sowieso ins Rathaus und da werde ich mit Ihrem Ex-Mann reden. Oh, das wäre fantastisch, weil wenn er mich sieht, dann serviert er mich sofort ab oder ist gar nicht erst zu sprechen. Ja, ja, das kennen wir. Bis nachher. Bis nachher. Resi! Resi! Jetzt brauche ich erst mal einen Klostergeist. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Hermann, versetz dich doch mal in meine Lage. Ein Autohändler ohne Führerschein, das ist wie Van Gogh ohne Pinsel. Oder glaubst du, der hätte nur ein Bild ohne Pinsel gemalt? Na also. Jetzt warte doch erstmal die Gemeinderatssitzung ab, bevor du die Pläne für das Kongresszentrum in den Reißwolf schiebst. Ja, es ist noch nicht aller Tage Abend. Die Nonnen werden mich kennen, ich muss jetzt Schluss machen. Frau Laber, wo bleiben Sie denn? 8.45 Uhr war ausgemacht. Hätten Sie halt ein Taxi genommen. Ich habe sowieso satt, Sie da und herum zu kutschieren. Taxi? Die sind ja noch unzuverlässiger. Sind Sie mal in der letzten Zeit Taxi gefahren? Kostet ein Vermögen und da muss man sich dieses Gelaber von den Dittmann hören. Ich denke, Sie suchen die Nähe zu Ihren Wählern. Wenn die Politiker immer das tun würden, was sie sagen, hätten sie ihren Beruf verfehlt. Frau Laban? Frau Laban? Hier spricht Schwester Lotte, gelobt sei Jesus Christus. Kann ich die Mutter Oberin kurz sprechen? Ausgeschlossen, auch nicht kurz. Sie hat einen Fototermin und Bischof Rossbauer ist auch hier. Also versuch es bitte heute Nachmittag nochmal. Da ist die Gemeinderatssitzung ja schon zu Ende. Ich kann es leider nicht ändern. Gelobt sei Jesus Christus. Die Titelseite von was kriegt Frau Reuter? Von irgendeinem Fußballmagazin. Vom Kicker? Ich glaube ja. Und interviewt wird sie auch zum Thema Frauen in der Chefetage. Es tut mir leid, ich wollte den Termin mit Ihnen natürlich absagen, aber Sie waren schon unterwegs. Darf ich wenigstens mal reinschauen? Ich sage auch nichts. Wer bin ich, einem Bischof vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hat? Auch wieder wahr. Der Grund für die traurige Tatsache, dass es so wenig Frauen in führender Position gibt, liegt unter anderem und vielleicht sogar zum größten Teil an den Frauen selbst. Den Frauen selbst? Ich glaube, das müssen Sie schon erklären. Ich war gerade dabei, als Sie mich unterbrochen haben. Oh, entschuldigen Sie.
Natürlich hat nicht jede Frau das Glück, in einer Firma Karriere zu machen, die nur aus Frauen besteht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man als Frau nicht versucht, die Männer auf ihrem eigenen Gebiet zu schlagen oder gar übertrumpfen zu wollen. Da werden nur ihre Eitelkeit und ihr Stolz verletzt. Und dann hat ein Mann nur noch eins im Sinn, wie in der freien Wildbahn oder im Zoo auf dem Pavianfelsen, seine Machtposition zu behaupten. Aber was soll eine Frau denn sonst tun? Es wird ja verlangt, dass sie mindestens so gut, wenn nicht besser sein muss als ein Mann, um aufzusteigen. Exzellenz, treten Sie näher. Nein, 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 kommen Sie, kommen Sie. Als Mann können Sie diese Frage von Frau Wellinghoff sicher besser und unbefangener beantworten als ich. Darf ich vorstellen, seine Exzellenz Bischof Roßbauer, Sarah Wellinghoff von der Chefredaktion der Kicker. Sehr erfreut. Bitte setzen Sie sich doch. Ich wollte nur kurz... Nun, wie glauben Sie, kann eine Frau sich in der Männerwelt behaupten, ohne an die sogenannte gläserne Decke zu stoßen? Tja, also meiner Meinung nach... Entschuldigen Sie, Herr Roßbauer, aber diese doch sehr wesentliche Frage würde ich für meine Leserinnen und Leser doch lieber aus dem Munde der Mutter Oberin beantwortet haben. Natürlich. Ich will da nicht weiter stören. Nur eins noch. Haben Sie die Karten? Danke. Habe ich seine Exzellenz jetzt beleidigt? Er wird sich in der Tugend der Demut üben müssen. Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee? Ach, nein, danke. Ja? Herr Doktor, wo haben Sie denn meine Nummer her? Daisy! Moment, wenn ich Sie da gleich unterbrechen darf, daraus wird nichts. Nein, nein, ich habe mich ja auch gut mit Ihnen verstanden. Das hat auch gar nichts mit Ihnen zu tun. Nein, ich kann nicht, Herr Doktor. Ich bin in Kaltental. Ich trage mich mit dem Gedanken, an einem Wochenendseminar für Frauen im Berufsleben teilzunehmen, das die Nonnen hier veranstalten. Nein, das ist nur für Frauen, Herr Doktor. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Auf Wiederhören. Noch einen Kaffee? Ach, nein, danke. Oder warum gehen Sie nicht ein bisschen spazieren im Klostergarten oder im Wald? Ach, wissen Sie, es tut ganz gut, einfach nur mal so da zu sitzen, ohne was tun zu müssen. Crazy. Und es ist so herrlich ruhig hier. Wie in einer anderen Welt. Ich bin immer noch gewählter Bürgermeister, ja? Ein toller Bürgermeister, der mit 1,8 Promille erwischt wird und sein Führerschein los ist für weiß Gott gesagt. Erstens geht dich das einen feuchten Kehricht an. Und zweitens, wie oft du mit Promille und nicht nur mit Fusel, sondern auch mit Dusel unterwegs bist, ja? Das möchte ich gar nicht hier erzählen. Und drittens, ob und wie lange ich den Führerschein entzogen bekomme, das steht noch in den Sternen. Aber wenn ich das hier richtig lese, steht es ja überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Und deshalb ist ja auch hier unsere Sachverständige in Sachen Kloster und Nonnen hier anwesend, das Kloster Kaltental. Und welche Strategie wir verfolgen wollen, diese für die Zukunft unserer Region so eminent wichtige Baustelle wieder in unseren Besitz zu bringen und, so Gottes will, endlich seiner eigentlichen Bestimmung zuzuführen. Wir haben doch diese Diskussion bis zum Erbrechen geführt. Und ich lasse mich nicht mehr auf Begriffe wie Baustelle oder Kongresszentrum ein. Solange das Kloster sich in unseren Händen befindet, werden wir uns nicht auf eine weitere Diskussion einlassen. Ja, so einfach können Sie sich doch nicht... Darf ich bitte ausreden? Ich habe Sie vorher auch nicht unterbrochen. Ich glaube... Bitte. Danke. Ich glaube, ich habe einen Interessenten für den Homo Kaltentalensis gefunden, der, wie wir alle wissen, eine Frau aus dem 30-jährigen Krieg ist. Wer ist denn schon so blöd, diese Knochen zu kaufen? Der Direktor des Wallenstein-Museums in Fulda. Offenbar passen die Gebeine wunderbar in seine Sammlung. Und über den Preis werden wir noch diskutieren. Aber das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, mit dem Sie sich elegant aus der Verantwortung schleichen wollen. Wie? Ja, ja, die Frage muss doch geklärt werden. Auf welcher Seite stehen Sie denn eigentlich? Auf unserer oder auf der Seite Ihrer Chefin in München? Ich bin nur und ausschließlich meinem Gewissen verpflichtet.
Und mir geht es nicht um Geld oder Karriere oder sonst irgendetwas. Ich möchte nur versuchen, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommt. Bauen Sie doch Ihr Kongresszentrum in einer kleineren und bescheidenen Variante auf dem Grundstück, das für das Heimatmuseum vorgesehen war. Dann sind doch alle glücklich. Das ist doch ein hervorragender Vorschlag. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Moment, Schwester Lotte. Jetzt warten Sie doch. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ihnen die Mutter Oberin das Kloster wieder verkauft. Wenn die Anwälte vom Huber ihr die Bude einrennen und ich ihr Geschäftsgebaren in aller Öffentlichkeit an den Pranger stelle, dann haben wir Chancen. Wissen Sie, was Sie sind? Ja. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen, wenn Sie als Vermittlerin auftreten würden. Ich? Ja, Sie. Ah. Ja. Dann eben nicht. Sagen Sie, gehen Sie eigentlich mit Ihrer geschiedenen Frau genauso um? Wie? Oder warum ist sie bei uns im Kloster? Und ist ziemlich durch den Wind. Ach, die ist bei Ihnen? Ja. Typisch. Aber es wird ihr nichts nützen. Diesmal habe ich Beweise. Beweise wofür? Ja, dass sie mich die ganze Zeit abgezockt hat. Die hat natürlich längst einen anderen Kerl. Aber den will sie nicht heiraten, damit sie nach wie vor und weiter meine Kohle rausleiern kann. Hier. Bilder sprechen mehr als Worte. Ist das alles? Ja, schauen Sie mal genau hin, wie der sie anbackert. Wann haben Sie eigentlich Ihre Frau zum letzten Mal gesehen? Ich? Bei der Hochzeit von unserem Sohn mit seiner südländischen Braut? Habala, habala. Immerhin haben Sie einen Sohn mit ihr und Sie haben sie mal geliebt. Na und? So beginnen die meisten Ehen, aber irgendwann ist die Luft raus und dann geht man sich gegenseitig auf den Geist. Seelische Grausamkeit nennt man das dann. So wie ich Sie kenne, war das nicht der einzige Scheidungsgrund. Wie meinen? Ach, vergessen Sie es. Darf ich das behalten? Aber nur eins. Und bestellen Sie ihr den schönen Gruß, ja? Mit mir nicht! So darf ich mal. Nehmt bitte eure Plätze ein. Ruhe, Herrschaften! Ab sofort redet nur noch der, dem der Schriftführer das Wort erteilt. Hast du gehört, Fritz? Ja. Widrigenfalls 100 Euro Ordnungsstrafe in die Gemeindekasse. Darf ich mich zu Wort melden, Fritz? Bitte. Danke. Da ihr euch ja sowieso nicht einig werdet, werde ich die Initiative ergreifen und nach München zur Mutter Oberin fahren. Mit dem Fahrrad? Erste Verwarnung. Nach München zur Mutter Oberin fahren und ihr vorschlagen, uns das Kloster wieder für 4 Millionen zurückzuverkaufen. Wieso für 4 Millionen? Ja, ich weiß, wir haben zwar nur 3 Millionen von ihr bekommen, aber Hermann Huber ist bereit, 1 Million selber zuzuschießen, um seine Arbeitsplätze zu sichern. Und, wie ich die Mutter Oberin kenne, lässt sie sich so ein Geschäft nicht entgehen. Ja? Jeder hat seinen Preis, auch die Mutter Oberin. Also, wir stimmen ab. Nicht so schnell, nicht so schnell. Zweiter Verstoß, Fritz notiere. Heinz Lehmann, 100 Euro. Spinnst du jetzt völlig? 200 Euro. Wenn du so weitermachst, Heinzelmännchen, kriegen wir die fehlende Million auch ohne Huber zusammen. Das fällt dir ja schon gar nicht mehr auf. Aber seit du diesen Laden machst, interessiert dich unser Zuhause nur noch am Rande. Max, ich habe jetzt echt keine Lust, mit dir darüber zu diskutieren, wer was im Haushalt macht. Und wenn du mir ein bisschen helfen würdest, dann wäre ich schon längst fertig. Du bist gut. Ich mache ja praktisch nichts anderes. Wer hat das denn hier alles organisiert? Du bist nicht alleine, du hast einen Mann und 3 Kinder. Ich hab nur ein Kind. Ach so. So ist das. Das habe ich nicht gewusst. Das tut mir leid. Ich dachte immer, das wären unsere Kinder und unser Zuhause. Max, entschuldige. So habe ich das nicht gemeint. Das war ja wirklich clever. Ich weiß. Aber es regt mich einfach auf, wenn er mir so kommt. Mit 2 Stimmen Mehrheit, jawohl. Und heute Abend, wenn ich aus München zurück bin,
dann wird die Großwetterlage wesentlich freundlicher sein. Also, bis dann. So, Frau Laban, lassen Sie alles stehen und liegen. Wir fahren nach München. Ich klatsche mir nur ein bisschen Rasierwasser ins Gesicht. Ich fahre nicht nach München. Wie bitte? Aber ich suche Ihnen gerne einen Zug heraus. Zum Bahnhof sind es zu Fuß genau 10 Minuten. Zu Fuß? Zug? Ich? Frau Laban. Warum nicht? Millionen von Normalsterblichen machen das jeden Tag. Hören Sie auf. Frau Laban, Sie sind meine Sekretärin. Und Sie folgen meinen Anweisungen. Und Sie unterstützen mich in der Arbeit für die Gemeinde. So steht es in Ihrem Anstellungsvertrag. Und genau das werden Sie auch tun. Oh Gott. Jetzt kommen Sie mir ja nicht mit Ihrem Blinddarm, den Sie nicht mehr haben. Ich glaube, meine Narbe ist aufgebrochen. Ach, hören Sie doch auf. Ich gehe jetzt sofort zum Arzt und lasse mich krank schreiben, bis Sie Ihren Führerschein wieder haben. Frau Laban, ich bin nicht in der Verfassung. Und ich kann nichts dafür, dass Sie wieder zum Fußgänger degradiert worden sind. Das ist einzig und allein Ihre Sache und die von Wachtmeister Meier, den Sie genauso schikaniert haben wie mich. Stimmt. Wachtmeister Meier hat mir das eingebrockt. Sie haben wie immer recht, Frau Laban. Natürlich. Ja, und ich entschuldige mich in aller Form und nehme alles zurück. Und Sie nehmen Ihren Blinddarm zurück und nehmen wieder Platz. Und dann suchen Sie mir das Bauvorhaben Wolfram von unserem Polizeipräsidenten heraus, das seit Wochen hier durch alle Abteilungen zirkuliert. Ja? Sind Sie so nett? Ja. Ja. Wunderbar. Entschuldigen Sie, jetzt ist es doch ein bisschen später geworden. Aber ich hatte zumindest die Gelegenheit, Ihren Ex-Mann auf Sie anzusprechen. Na, da bin ich aber gespannt. Er hat ganz offensichtlich einen Privatdetektiv auf Sie angesetzt. Was? Detektiv Hartung. Ist das Ihr Herr Doktor? Ja. Privatdetektiv. Frau Wöller, sind Sie denn auf das Geld wirklich angewiesen? Nein, ich komme ganz gut zurecht. Außerdem habe ich einen guten Job in einer Boutique für vollschlanke Damen. Aber meine Kinder, die könnten die paar hundert Euro ganz gut gebrauchen. Und mein Enkel, um den kümmert er sich überhaupt nicht. Wissen Sie was? Wir fahren nach München. Und dann, was haben Sie vor? Dem Privatdetektiv ein bisschen auf den Pelz rücken. Vielleicht hat Herr Hartung den Verehrer auf Sie angesetzt. Dr. Meier, ein Gigolo? Nein, das glaube ich nicht. Das ist so ein feiner Mensch. Er hat gerade eben angerufen. Ach ja? Ja, will sich wieder mit mir treffen. Jetzt ist Schluss. Wir fahren nach München. Prima. Finger weg. Können Sie mir da was nach ins Mutterhaus mitnehmen? Ja, und vielen Dank nochmal für den Kaffee. Gerne. Die Buchhaltung vom letzten Quartal. Und vergessen Sie nicht die Einweihung heute Abend. Nein, da sind wir ja lang schon wieder zurück. Ja, dann auf in den Kampf. Das sieht aber lecker aus. Schmeckt auch so Finger weg jetzt. Habt ihr die Schildkröte gefunden? Nein, natürlich nicht. Aber Felicitas ruft alle 10 Minuten an und fragt, wo sie sei. Das ist sie bestimmt schon wieder. Nicht wie weg hier. Kloster Kalten? Ja, Felicitas? Nein, nein, Felicitas, wir haben sie noch nicht gefunden. Grüß Gott. Sie hier wieder stunk machen wollen, wegen Ihrer Fahrerlaubnis. Wie kommen Sie denn darauf? Nein, ich habe eine Verabredung mit Ihrem Chef. Beim Chef? Wieso? Lassen Sie sich überraschen, Herr Meier. Los, wenden Sie mich an. Ja? Entschuldigung, Chef. Der Wöller behauptet, Sie hätten einen Termin mit ihm ausgemacht. Ah, der Herr Bürgermeister. Na, das ging aber schnell. Guten Tag. Guten Tag. Bitte sehr. Was gucken Sie denn so? Machen Sie uns 2 Tassen Kaffee. Na. Der Wöller ist beim Chef. Na und? Du, aber was anderes. Ich kann heute Mittag nicht mit dir tauschen. Nein.
Ich habe völlig vergessen, dass ich mit meiner Frau zur Schwangerschaftsgymnastik muss. Na und? Dazu braucht sie dich doch nicht. Du kennst doch die Birgit. Nein! Ehrlich, sonst hängt bei mir wochenlang der Haussegen schief. Frau, das kannst du mir nicht antun. Wenn die den neuen Kühlschrank liefern und ich bin nicht da, dann sind die imstande und lassen ihn vor der Tür stehen. Das ist überhaupt kein Problem, Herr Böller. Freut mich, dass es jetzt doch noch so schnell geklappt hat. Meier, Sie sind vorläufig zum Sonderdienst eingeteilt und stehen Herrn Böller als Fahrer zur Verfügung, bis diese Sache mit dem Führerschein geklärt ist. Wie? Und Sie, Moosgruber, Sie übernehmen seine Aufgaben. Auf geht's, Herr Meier. Ich hab's eilig, ich muss nach München. Lassen Sie mich mal durch. Nehmen Sie den Streifenwagen, damit kommen Sie schneller durch den Stadtverkehr. Und Sie kommen morgen ins Rathaus. Wird alles erledigt. Gut, danke. Was ist denn, Herr Wachtmeister? Nun gehen Sie schon. Meier, wo bleiben Sie denn? Aber ich muss zur Schwangerschaftsgymnastik. Was? Mit meiner Frau. Zum Kindermachen hat sie sich vielleicht gebraucht, aber zur Schwangerschaftsgymnastik wohl kaum. Tja, Meier, so schnell kann das gehen. Gestern noch auf hohen Rossen, heute in die Brust geschossen. Das verstößt gegen jede nur denkbare Dienstordnung, Beamte als Privatchauffeur einzusetzen. Privatchauffeur? Wo denken Sie hin? Personenschutz. Personenschutz? Ja, wegen den Drohungen von der letzten Woche. Das hat Sie doch noch nie gestört. Was soll das? Aufsetzen. Ich werde chauffiert. Ist das unser Wagen? Steigen Sie ein. Herr Meier, wollen Sie mir nicht die Tür aufmachen, wie sich das gehört? Ist offen. Zentralverriegelung. Ich meine aufhalten. Sonst noch was? Soll ich noch mal raufgehen? Meier, wir beide kriegen das schon gebacken. Wir sind ja jetzt eine Weile zusammen. Und da werde ich Ihnen auch noch den letzten Schliff verpassen. Ich weiß genau, wie das gelaufen ist. Seit Monaten wartet der Chef auf die Genehmigung für den Neubau. Da haben Sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. So wie Sie es bei mir gemacht haben mit dem Neubau damals. Jetzt hören Sie auf zu labern und schauen Sie auf die Fahrbahn. Bitte. Da, da ist er. Ah ja. Mhm. Ja, aber vielleicht gehen Sie doch lieber allein rein. Ich meine, mich kennt die Sekretärin doch. Ja gut. Da. Ich warte dann hier. Detektivbüro Hartung hier. Ich hätte gerne eine Medium-Pizza bestellt. Salami, Oliven, Zwiebel. Und zwar in die Hildegardstraße 44, Erdgeschoss. Oder, ach, wissen Sie was? Der Fahrer soll einfach reinkommen. Ja, in den zweiten Stock, links. Nein, die Tür ist nur angelehnt. Das war alles. Danke. Das hatten wir ja noch nie. Eine Nonne braucht einen Privatdetektiv. Nein? Ich möchte gern Herrn Hartung sprechen. Herr Hartung ist nicht im Haus. Um was geht es denn? Das ist eine Privatangelegenheit. Wie kann ich ihn denn erreichen? Überhaupt nicht. Es sei denn, Sie nennen mir den Grund Ihres Besuchs und machen einen Termin mit mir aus. Mittwoch früh ist er da. Ich müsste ihn aber heute sprechen. Es geht um die Fotos, die er von einer Bekannten von mir geschossen hat. Heißt Ihre Bekannte zufällig Wohlschütz? Nein, eigentlich nicht. Obwohl sie mir glaubhaft versichert hat, dass der Herr mit dem Tut mir leid. Ich bin nicht befugt, irgendwelche Privatauskünfte zu geben. Kommen Sie am Mittwoch wieder. 9 Uhr? Mehr kann ich nicht für Sie tun. Könnten Sie ihn vielleicht anrufen, damit ich ihn sprechen kann? Herr Hartung ist in einem Auftrag unterwegs. Und da kann ich ihn nicht einfach anrufen. Also bitte, Schwester. Mittwoch, 9 Uhr, mehr ist nicht. Tut mir leid, Herr Stolpe. Aber jetzt hat es doch etwas länger gedauert. Schon gut. Oh, danke. Was Sie betrifft, bin ich warten ja gewöhnt. Also. Es geht um Folgendes, Herr Stolpe. Moment, darf erst ich? Bitte. Meine Scheidung ist endlich durch. Ich bin ein freier Mann.
Herr Stolpe, ja. Doch nicht etwa wegen mir. Ja, nicht direkt, aber indirekt schon, weil wegen Ihnen ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass meine Frau und ich nichts mehr gemeinsam hatten außer einem Girokonto und das seit Jahren. Nun, es trifft sich gut, dass Sie ein freier Mann sind. Ja. Schwester Agnes braucht Sie. Mhm. Ich soll Sie fragen, ob Sie den Vertrieb für die Kaltenthaler Kosmetik- und Naturprodukte übernehmen wollen. Sie sind der perfekte Mann für sowas. Und Sie sind herzlichst zur Einweihung des neuen Geschäfts eingeladen. Sind Sie auch da? Ja, aber bitte, Herr Stolpe, Sie wissen doch, mich müssen Sie vergessen. Mit anderen Worten, ein Gläschen Rotwein ab und an in einem netten Weinlokal trinken Sie nicht mit mir, aber Cremes und Wässerchen verkaufen für Ihren Verein. Dafür ist der Stolpe gut genug. Herr Stolpe... Ja, tut mir leid, Schwester, aber dass Sie meine Seelenverwandtschaft mit Ihnen so ausnützen wollen, das trifft mich wirklich sehr. Herr Stolpe... Mist! Sie haben keine Augen im Kopf. Entschuldigung, Schwester. Ich wollte gerade im Rathaus anrufen. Ja, mein Fahrer hat sich verfranst. Tut mir leid. Melden Sie mich an. Herr Stolpe ist jetzt da. Herr Wöller! Jetzt habe ich erst noch den Telefontermin mit Köln. Er möchte sich einen Augenblick gedulden. Sie haben es gehört. Sagen Sie, haben Sie zufällig eine Herrentoilette hier in Ihrem neuen Stift? Die Besuchertoilette ist unten im Erdgeschoss, ja? Den Gang durch, ganz hinten links. Und das ist noch in München. Mist. 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 Zweiter Stock links, hat sie gesagt. Glauben Sie wirklich, dass der hier ist? Naja, sie würde wohl kaum eine Pizza in den zweiten Stock bestellen, wenn sie unten im Parterre sitzt. Ich wette, der sitzt irgendwo mit seinem Teleobjektiv und beobachtet jemanden im Straßencafé, so wie er sie beobachtet hat. Mein Gott, stimmt ja. Das Café muss ja hier unten an der Straße sein. Aha. Schwester Lotte. Was wollen Sie? Dürfen wir reinkommen? Nein. Verschwinden Sie. So schnell werden Sie uns nicht los. Das ist eine ziemliche Schweinerei, was Sie mit Frau Wöller gemacht haben. Der Fall ist für mich erledigt. Aber nicht für uns. Ich nehme an, Sie haben einen Ihrer Kumpels auf Frau Wöller angesetzt, damit Sie kompromittierende Fotos von ihr schießen können. Dr. Werner Meyer, ein Lektor. Ich kenne keinen Dr. Meyer und Sie verduften jetzt. Na gut. Die Pizza! Pizza für Haltung! Ja, geben Sie her. 57. Halt! Ach, stimmt so. Danke. Sind Sie nicht ganz bei Trost? Finger weg! Ui, was für ein trauriger Beruf. Wie können Sie das überhaupt mit Ihrem Gewissen vereinbaren, oder haben Sie gar keins? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Das ist er. Kommen Sie. Wir sagen der Dame da unten sofort Bescheid. Moment mal. Das können Sie doch nicht machen. Ich sitze seit über einer Woche hier und nichts ist passiert. Komisch. Als ich gerade durchgeschaut habe, haben die beiden sich innigst geküsst. Schönen Tag noch. Was? Oh. Wäre wahnsinnig. Also davon würde ich Ihnen abraten. Warten Sie bis nach der Scheidung und dann, ich meine, Sie finden auf jeden Fall einen anderen Mann, weil ich... Aber Herr Doktor, ich habe doch schon die Tickets nach Acapulco, zu den Tempeln der Inkas. Der Meyers, meinen Sie, Frau Weber, nicht der Inkas. Ich heiße auch nicht Meyer. Ich bin hier im Auftrag der Firma Hartung, Ermittlungen, die sich auf Scheidungen spezialisiert haben. Und bitte schauen Sie jetzt nicht da in dieses Fenster da oben, gegenüber, im zweiten Stock da. Ich stelle mich an der Kamera mit
mit Teleobjektiv. Und Sie müssen jetzt... Frau Wöller. Ja, vielleicht sollten Sie sich nach einer neuen Beschäftigung umsehen. Ja, bitte lassen Sie mich doch erklären. Nicht nötig. Ich habe schon begriffen. Ja, aber es ist doch raus hier. Das ist nicht mein Tag. Die feine Art ist es ja nun gerade nicht. Um 15 Uhr hatten wir unseren Termin. Zudem Sie sich verspätet haben, nicht ich. Was kann ich für Sie tun, Herr Wöller? Wollen wir uns nicht setzen? Ich fürchte, es wird etwas länger dauern. Falls der Anlass Ihres Besuchs die Erwerbung von Kloster Kaltental sein sollte, wird das nicht nötig sein. Mein Angebot sollten Sie sich schon zu Gemüte führen, weil so schnell haben Sie noch nie einen Profit von 2 Millionen gemacht. 2? Danke. Ja, die eine, die Sie mir beim Rückkauf abgezockt haben, und die zweite, die wir bereit sind, auf Ihren Kaufpreis draufzulegen. Das macht nach Adam Riese eine 2 mit 6-0 dran. Und damit sind Sie bei Ihrem Gemeinderat durchgekommen? Ja, ich habe ja meine Hanseln voll im Griff, wenn ich das mal in aller Bescheidenheit sagen darf. Was man von Ihnen und Schwester Lotte mit ihren Mädels weiß Gott nicht behaupten kann. Tja, in dem Fall kommen Sie zu spät, Herr Wöller. Was? Von einer namhaften Hotelkette, die sich auf die Restaurierung und den Umbau von Schlössern, Burgen und anderen kunst- und kulturhistorisch interessanten Objekten spezialisiert hat, wurden mir 6 Millionen geboten. Vor allem in Anbetracht des weitläufigen Areals, das zum Klosterbesitz gehört und das sich wahrscheinlich hervorragend für einen Golfplatz eignet. 6 Millionen. Das ist eine 6 mit 6 Nullen. Ja, aber das glaube ich Ihnen nicht. Das sagen Sie nur, um den Kaufpreis in die Höhe zu treiben. Außerdem, die Gemeinde hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Golfplatz, ja, da muss ja die ganze Gegend abgeholzt werden. Ich habe abgelehnt. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Wöller, bedeutet Geld für mich nicht alles. Und falls ich das Kloster je verkaufen sollte, was im Augenblick nicht zur Diskussion steht, dann natürlich nicht, ohne der Gemeinde Kaltental ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Allerdings mit der Auflage, keine Wälder für einen Sport abzuholzen, bei dem es darum geht, einen hühnereigroßen Ball mit Stöcken in kleine Löcher zu praktizieren. Ja, ja. Das ja, also hätte ich ehrlich gesagt auch nicht anders von Ihnen erwartet. Nur unter 5 Millionen ist da gar nichts zu machen. Ich meine, bei dem derzeitigen Marktwert... 5? Das müssen Sie verstehen. 5 Millionen? Das ist ja das Allerletzte. Also vor noch keinen 3 Wochen. Haben Sie diese Immobilie von uns für 3 Millionen gekauft und jetzt verlangen Sie 5 dafür? Ja, wo gibt's denn sowas? Schwester Hildegard, Herr Wöller möchte gehen. Also das sage ich. Damit kommen Sie nicht durch. Und wenn ich vom Pontius bis zu Pilatus laufen muss. 4,5? Das ist mein letztes Wort. Frau Reuter. Herr Wöller, ich hasse es, mich zu wiederholen. Ein Verkauf steht im Augenblick nicht zur Diskussion. Also bitte. Jetzt beruhig dich, Oma. Dann rufe ich halt den Onkel Karl an. Und zu zweit kriegen wir den Kühlschrank dann bestimmt in die Küche. Und falls es regnen sollte, zieh eine Plane drüber. Nicht über dich, über den Kühlschrank. Ich muss jetzt Schluss machen. Eine halbe Stunde, haben Sie gesagt, maximal. Fahren Sie mich nach Hause und halten Sie die Luft an. Ich bin für niemanden zu sprechen. Für Sie schon gar nicht. Schreiben Sie Herrn Direktor Holzmann einen netten kleinen Brief. Bedanken Sie sich für das Angebot und sagen Sie ihm, dass Bischof Rossbauer sich bereit erklärt hat, die Hochzeit seiner Tochter zu übernehmen. Dann hat Herr Wöller es also geschluckt? Wie ein hungriger Karpfen den Wurm an der Angel. Eine Frau meines Standes sollte so etwas eigentlich nicht tun. Aber bei Herrn Wöller kann ich es mir einfach nicht verkneifen. Ich hoffe, der Herr wird mir dieses kleine Vergnügen nicht allzu übel nehmen. Gott, Frau Laban! Schwester Lotte! Frau
Wöller? Gott, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Ja, Frau Laber. Ist mein Mann schon weg? Er ist nach München, zur Mutter Oberin. Aber er hat gesagt, er kommt heute nicht mehr ins Büro. Ach, wie blöd. Vielleicht ist er ja schon im Ochsen. Das kann sein. Mit dem Streifenwagen ist er natürlich schneller. Streifenwagen? Ja, stellen Sie sich vor, er hat es doch tatsächlich geschafft, dass ihm der Polizeipräsident Wachtmeister Meier als Fahrer zugeteilt hat. Meier, als Sklave von Wöller. Der Arme. Ja, wieso denn das? Herr Meier hat ihm letzte Woche den Führerschein abgenommen. Ach, wegen... Und ich habe gestreikt. Ich habe einfach keine Lust mehr, dauernd herumzukutschieren. Aber ich muss leider los. Wiedersehen, Schwester. Wiedersehen, Frau Wöller. Wiedersehen, Frau Laber. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde vorschlagen, ich bringe Sie jetzt ins Kloster. Und dann fahren Sie mit dem Wagen zu Herrn Wöller und erklären ihm die neue Situation. Allein? Also mir wäre es schon lieber, wenn Sie mitkommen. Ich muss doch zur Ladeneinweihung. Wo bleibt denn nur Herr Stolpe? Schwester Hildegard hat zuversprochen, ihn zu überreden. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, wie der Herr aussieht. Herr Stolpe. Ach, hallo. Barbara. Ich dachte schon, Sie schaffen es nicht. Ja. Herr Stolpe, grüß Gott. Wir haben so auf Sie gewartet. Und? Wie gefällt Ihnen der Laden? Ja, naturbelassen, würde ich sagen. Und bescheiden und ländlich. Ja. Und gesund, ja. Natur pur. Nicht übel, der Name. Aber leider kann ich Ihr Angebot nicht annehmen. Wieso nicht? Julia hat mit ihrem Computer schon eine Broschüre entworfen, mit allen Produkten und sogar mit Fotos. Und ich bin sicher, ein Verkaufsgenie wie Sie... Das stimmt, ich hätte auch einen Großabnehmer im Auge, den ich nur noch ein bisschen weich massieren müsste. Aber wie gesagt, unter den gegebenen Umständen sehe ich mich leider gezwungen. Kommt Schwester Hildegard jetzt oder nicht? Ja, ja, sie kommt. Stellen Sie sich vor, vielleicht Bischof Rossbauer auch. Ach so. Wieso trinken Sie nicht erstmal einen Schluck? Bin schon unterwegs. Ja, ein Gläschen Wein. Naja. Zur Feier des Tages. Ja. Bitte. Prost. Trinken Sie nicht? Nein. Nein. Um 8 Uhr. Punkt 8 Uhr. Vor 9. 10 sind Sie doch sonst nie im Rathaus. Es könnte sein, dass ich Sie früher brauche. Außerdem, mit Ihnen diskutiere ich gar nicht. Wenn es Ihnen nicht passt, wenden Sie sich an Ihren Chef oder Sie besorgen mir meinen Führerschein wieder. Armleuchter. Gesine? Ich muss dich sprechen. Sag mal, hast du abgenommen? Oder dich liften lassen von meinem Geld? Also sag mal. Ich sag ja, du siehst blendend aus. Bitte lass das. Darf ich reinkommen? Bitte. Das Haus gehört ja auch zur Hälfte dir. Kann ich dir was anbieten? Champagner? Nein, danke. Also ich kann ein Stück vertragen. Das war ein Tag heute, das sage ich dir. Und als Sahnehäubchen eröffnet mir diese Obernonne in München mit eiskaltem Lächeln, dass sie 5 Millionen haben möchte für diese Bruchbude von Kloster. Das alles interessiert mich überhaupt nicht und lenkt mich ab. Du weißt genau, warum ich hier bin. Ja, mitnichten. Also ehrlich, Gesine, du bist der erste und einzige Lichtblick heute. Also, dass ich das vergessen konnte... Du siehst so toll aus und wie gut du dich gehalten hast. Aber als ich dieses Foto, bitte, gesehen habe, wo du mit diesem Kerl knutschen in der Öffentlichkeit dich hast abbilden lassen, also da muss ich dir schon sagen, das hat mir einen tiefen Stoß in mein Herz versetzt. Ach, jetzt hör auf mit dem Gesülze. Ich war bei dem Heini, der die Fotos gemacht hat. Was? Also, Gesine, vergiss das Ganze. Komm zurück.
Weißt du, ohne dich bin ich nur ein halber Mensch. Also Wolfgang, schließlich hast du mich sitzen lassen und nicht ich dich. Und nicht etwa wegen Frau Laban, sondern wegen einer Blondine, die 20 Jahre jünger war als du. Erwähnt es nicht, ne? Also das war eine Katastrophe, mein Gott. Wie auch immer. Der Detektiv hat zugegeben, dass er einen Mann auf mich angesetzt hat. Und ich kann es beweisen. Dieser miese kleine Schnüffler. Weißt du, dass der mir 2000 Euro abgeknüpft hat? Plus Spesen. Gut so. Jedenfalls wirst du mir weiterhin mein Geld überweisen. Sonst gibt es Krieg. Ja, Gesine, weißt du, ich hätte es ja nie gemacht. Ja, ehrlich, ich schwöre dir. Also, ich hätte nie im Leben, hätte ich. Nie. Du weißt jetzt Bescheid. Gute Nacht. Ja, Gesine, du kannst doch nicht so einfach... Natürlich kann ich. Stell dir vor. Böse Riesen, dir so Angst zu machen. Und beim Küchenherd. Na, stell dir vor, Agnes hätte den Backofen angemacht. Was dann? Und dann ist Max verärgert weggefahren. Und jetzt hat Barbara Angst, dass er nicht zur Einweihung kommt. Keine Angst. Der kommt. Mutter Oberin. Frau Bachmann. Herr Stolpe. Mutter Oberin, grüß Gott. Schwester Agnes. Möchten Sie etwas essen? Nein, danke. Schwester Hildegard, ich habe mir das jetzt alles angesehen und ich muss sagen, normalerweise wäre das eine ganz interessante Aufgabe, aber... Bitte streuen Sie kein Salz in offene Wunden. Was trinken Sie da? Weißwein, Schorle. Schorle? Was soll das heißen? Wollen Sie noch einen? Na schön. Ein Glas Wein in einer lauschigen Weinstube, ja, ist nicht. Aber eine Tasse Cappuccino im Hofgarten, einmal die Woche, wäre denkbar. Cappuccino. Was für eine Frau. Herr Stolpe, was machen Sie denn da? 3 Wochen schützt man... Grüß Gott, Leute. Ehrwürdige Mutter. Ah, da ist sie ja. Ich dachte schon, Sie versetzen mich mal wieder. Nein, ich habe gehört, der Herr Wöller war bei Ihnen. In der Tat. Nur viel Freude wird er an der Begegnung nicht gehabt haben. Ich habe 5 Millionen verlangt für das Kloster. Sie wollen verkaufen? Nein. Nur wenn Sie das wettmachen wollen, müssen Sie schon einen gigantischen Umsatz machen. Bekomme ich vielleicht auch was zu trinken? Selbstverständlich. Mit Alkohol oder ohne? Sagen wir halbe-halbe zur Feier des Tages. Ich nehme auch eins. Auf euch? Brombeer, Badesalz und, Dankeschön. Entschuldigen Sie. Ich bin schrecklich. Nein. Doch, ich kann keine 10 Minuten sauer auf dich sein. Das nennt man Liebe. Dabei bin ich verheiratet und habe 3 Kinder. Echt? So ein Zufall, ich auch. Am schönsten war, dass Barbaras Mann doch noch gekommen ist. Die Arme hat sich solche Vorwürfe gemacht. Ach was? Ihr Mann soll doch froh sein, dass seine Frau ein reines Leben hat. Das Beste ist, dass Resi wieder da ist. Sie halten mich wohl für das größte Schwein, ja. Naja. Aber alles war nicht gelogen. Mein Name ist zwar nicht Meier, sondern Pankau, aber ich habe einen Doktor in Sinologie. Als arbeitsloser Akademiker hat man es nicht leicht, heutzutage einen Job zu finden. Und das war eben leicht verdientes Geld. Diese frustrierten Ehefrauen, bitte, die... Bitte keine Details. Was wollen Sie? Bitte, wo ist Gesine? Seitdem ich sie kennengelernt habe, hat sich alles geändert. Ich habe Hartung gekündigt. Ich liebe diese Frau. Warum sagen Sie ihr das nicht selbst? Schwester. Schwester. Was will denn der hier? Ein reumütiger Sünder.
Was ist? Gibt Herr Wöller endlich Ruhe? Es scheint so. Und wenn nicht, dann ein reumütiger Sünder? Sie scheinen einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben. Also geben Sie ihm eine zweite Chance. Er scheint Ihnen ja gefallen zu haben, den Fotos nachzuurteilen. Naja. Also, viel Glück. Danke, Schwester. Meine Frau? Das ist. Ich denke, es ist alles geklärt. Ach, was geklärt? Ich bin am Boden zerstört. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie sich so rausgemacht hat. Das ist ja eine völlig neue Frau. Elegant, selbstbewusst, ja. Aufregend toll. Nicht mehr diese Mutti, die ständig an mir rumgemeckert hat und sich hat gehen lassen. Tja, Herr Wölle, das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Ja. Haben Sie wieder einen Führerschein? Nein. Kommen Sie. Ich lade Sie auf einen Klostergeist ein. Sag mal, der traut sich was. Wer ist denn der Kerl? Das ist der Herr, den Sie für Ihre Frau sozusagen höchstpersönlich engagiert haben. Das Corpus Delicti. Delicti, ich? Ja. Wer anderen eine Grube gräbt,